Servus YouTube, hier ist wieder der Admiral und willkommen zum weiteren Video. Heute kommt ein erneutes News-Video und zwar zum zweiten DLC In the Name of the Tsar, denn dort sind ein paar Neuigkeiten rausgekommen. Vorher gibt es allerdings noch eine kleine Info und zwar ist jetzt ja eine Woche kein Video gekommen, das ist ja eigentlich untypisch. Das lag einfach daran, dass ich so ein bisschen Probleme mit dem Internet, aber auch mit meinem neuen Mikrofon hatte. Das habe ich jetzt übrigens noch nicht angeschlossen, das ist immer noch das alte Mikrofon, falls ihr euch wundert, denn ich musste da so ein paar Sachen zurückschicken und hoffe jetzt, dass ich beim nächsten Video endlich das neue Mikrofon einschalten kann. Und ansonsten hatte ich auch generell einfach wenig Zeit wegen der Uni, aber das sind alles eigentlich nur faule Ausreden, denn ich hätte definitiv ein Video schaffen können, wenn ich nicht so ein übelst fauler Sack wäre. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu den Informationen, die ich euch heute präsentieren möchte. Und zwar geht es um die Scout-Klasse, die man in The Name of the Tsar, also auf der russischen Seite, spielen wird. Und zwar wird man hier nicht wie bisher einen männlichen Soldaten spielen, sondern eine weibliche Soldatin. Und zwar genauer eine Soldatin aus dem Women's Battalion of Death. Das war ein Bataillon, das damals noch ins Leben gerufen wurde, um das Blatt doch nochmal zu wenden, denn für die russische Armee sah es wirklich nicht sehr gut aus. Ich werde jetzt allerdings nochmal ein bisschen weiter ausholen und das Ganze nochmal ein bisschen besser erklären, dann werdet ihr auch verstehen, was ich genau damit meine. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind Anfang 1917 und die russische Armee, die ist wirklich an einem moralischen Tiefpunkt angekommen. Die Soldaten, die sehen einfach keinen Sinn mehr im Krieg, die haben auf gut Deutsch gesagt einfach keinen Bock mehr, denn ein Sieg, der scheint sehr, sehr weit entfernt bzw. fast aussichtslos. Viele ihrer Kameraden sterben und Todesangst und Elend prägen eigentlich so das Soldatenleben. Darum verweigerten irgendwann viele Soldaten den Dienst, haben einfach gesagt, wir haben keinen Bock mehr, wir sehen keinen Sinn mehr, da muss sich etwas ändern, ansonsten kämpfen wir nicht weiter. Und da haben sich dann auch viele Leute aus der Bevölkerung angeschlossen, beziehungsweise die haben eben auch extrem unter diesem Krieg gelitten und haben sich deswegen auch gedacht, wir müssen jetzt auf die Straße gehen, wir müssen etwas verändern, so kann es nicht weitergehen, weswegen es dann schlussendlich zur Märzrevolution kam. Und wie ihr vielleicht wisst aus dem Geschichtsunterricht, hat diese Märzrevolution einfach zur Folge, dass der Zar, also sozusagen der russische Kaiser, abgesetzt wurde und dass eben eine neue provisorische Regierung eingesetzt wurde. Diese neue provisorische Regierung, die hat den Krieg mit den Deutschen allerdings nicht beendet, sondern hat die Kriegsgeschäfte einfach übernommen und hat diesen Krieg eben weitergeführt und hat dabei den Schrei vieler Frauen nach einem Einsatz an der Front gehört. Denn diese Frauen, die wollten schon seit Kriegsbeginn eben mitwirken, haben gesagt, obwohl wir Frauen sind, sind wir hoch motiviert bei diesem Krieg mitzuwirken. Wir möchten nicht nur zu Hause hocken, wir möchten auch etwas für unser Mutterland tun. Und deswegen kam es dann eben dazu, dass man diese Women's Battalions of Death gegründet hat. Von diesen Bataillonen erhoffte man sich einfach, dass die frischen, freiwilligen Soldatinnen nicht nur selber eben neue Moral mit an die Front bringen, sondern dass sie auch die Moral der alten Soldaten bzw. der männlichen Soldaten stärkt. Natürlich nicht einfach nur durch die Präsenz der Frauen, sondern auch dadurch, dass diese Soldaten eben Angst haben, von diesen Frauen übertrumpft bzw. verhöhnt zu werden. Denn welcher Soldat möchte da schon irgendwie elend in der Gegend rumliegen und seinen Einsatz verweigern, während da irgendwelche Frauen auch noch an der Front sind und eben kämpfen möchten? Von diesen Bataillonen gab es übrigens insgesamt 4 Stück. Die meisten hiervon wurden allerdings nie wirklich eingesetzt. Das heißt, die haben nie wirklich eine Front gesehen. Die kamen dann eher im Oktober bzw. November 1917 bei der Verteidigung des Winterpalastes zum Einsatz. Falls ihr zu dieser Novemberrevolution, die dann ja auch noch in Russland stattfindet, mehr wissen wollt, dann habe ich euch einfach mal ein Video vom MDR unten verlinkt. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist ein Video mit Mirko Drotschmann. Also ihr kennt ihn vielleicht unter Mr. Wissen2Go. Ich mag den Typen wirklich sehr gerne. Er kann das wirklich richtig gut erklären. Deswegen schaut da einfach mal vorbei, wenn euch dieses Thema genauer interessiert. Ansonsten gab es eben nur ein einziges Bataillon, das dann wirklich an der Front eingesetzt wurde, und zwar das sogenannte First Russian Women's Battalion of Death. Dieses wurde von Maria Bochkareva, tut mir leid, falls ich diesen Namen jetzt falsch ausgesprochen habe, angeführt und bestand nur ungefähr aus 300 Freiwilligen, da sie die Soldaten wirklich auf eine harte Probe stellte und wirklich nur die härtesten Soldatinnen mitnahm. Und die wurden dann im Juli 1917 tatsächlich an der Front eingesetzt, und zwar bei der sogenannten Kerensky-Offensive. Hier konnten sie sogar einige Schützengräben der Deutschen erobern, verloren diese allerdings relativ schnell wieder und wurden danach dann eben durch männliche Soldaten ersetzt. Dieser Umstand bietet allerdings für uns die Möglichkeit, dass es neben der Brusilow-Offensive, dem Lubkow-Pass und dem Unternehmen Albion somit jetzt ein viertes Szenario geben könnte, wo eben die vierte Map in diesem DLC spielen könnte. Zudem habe ich ja am Anfang des Videos schon erwähnt, dass dieses Women's Battalion eben die Scout-Klasse repräsentieren wird, sprich alle Scouts auf russischer Seite werden wahrscheinlich weiblich sein. Dieses wurde auch schon durch ein Pop-up im Spiel selbst bestätigt, das habe ich euch hier mal in den Hintergrund gepackt. Da sieht man eben nicht nur, dass wirklich bestätigt wird, dass die Scout-Klasse eben dieses Women's Battalion of Death wird, sondern man sieht auch noch mehr, und zwar die russische Soldatin an sich. Ihr könnt euch also schon mal so einen ersten Eindruck darüber machen, wie diese Klasse wohl aussehen wird, beziehungsweise wie weibliche Soldatinnen in Battlefield 1 überhaupt aussehen werden.
Ansonsten sieht man, dass diese Soldatin neben eines Russian 1895 Repetiergewehrs eine Howder-Pistole trägt. Das Repetiergewehr, das ist keine Besonderheit, das gibt es beim Scout ja tatsächlich, die Howder-Pistole hingegen nicht, denn die ist im Spiel bisher nur für den Assault verfügbar. Es gibt, wie ihr vielleicht wisst, eine Version, die nur für DICE-Mitarbeiter zur Verfügung steht, und zwar die sogenannte Schrot-Howder-Pistole, und die ist dann eben auch für alle Klassen verfügbar. Das heißt, dieses Wallpaper könnte natürlich darauf hindeuten, dass diese Howder-Pistole bzw. diese Schrot-Howder-Pistole mit diesem DLC in das Spiel hineinkommen wird, bzw. generell einfach für alle Klassen zur Verfügung stehen wird. Es könnte natürlich aber auch einfach so sein, dass hier bei diesem Wallpaper nicht ganz so darauf geachtet wurde, ob das jetzt besonders viel Sinn ergibt, was man da genau darstellt, sondern es sollte eben einfach nur gut aussehen, weil diese Howder-Pistole mit ihren vier Läufen eben schon ziemlich cool aussieht. Ansonsten wurde durch das Pop-Up noch bestätigt, dass am 10. Juni auf dem EA Play Event das erste Mal In the Name of the Tsar zu sehen sein wird. Das heißt, hier werden wir auch richtiges Gameplay sehen und dann wahrscheinlich auch eben sehen, welche neuen Waffen hinzukommen und welche neuen Maps hinzukommen, und wir werden auch die weiblichen Soldatinnen zum ersten Mal im Einsatz sehen. Der Release, der ist weiterhin irgendwo für August oder vielleicht sogar September 2017 geplant. Es wurde nämlich von Hochsommer bzw. Spätsommer geredet und das ist für mich eben so August 2017. Gut, das war's dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass weibliche Soldatinnen jetzt Einzug in dieses Spiel halten werden. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das nicht gut finden. Beispielsweise auch beim neuen COD World War 2. Da haben ja viele Leute gesagt, dass sie weibliche Soldatinnen eben nicht gut finden. Ich persönlich habe da übrigens gar nichts dagegen, weil es eben historisch akkurat ist. Denn es gab das ja damals wirklich, wie ihr gerade erfahren habt. Von daher habe ich auch kein Problem damit, dass das im Spiel so sein wird. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich in 3 bis 4 Tagen beim neuen Video.